So, aber die Followers. So, Bill Mann, ein Topmann wie Mr. Alexander, muss in die Startelf. Die Fans wollen das so. Sonari, Soliman, Entschuldigung, 8:0. Hoffentlich bleibt Mr. Alexander gesund. Verletzungspech liegt ja in der Family. Oh, der ist hart. Ich meine, man muss mal bedenken. Der Opa, der Vater, ne? Mr. Alexander, ein schöner Hunter-Treffer von Michael Taylor. Dann Patrick Harrington. Mr. Alexander ist eine Wucht am Ball, der muss immer in der Startelf, sonst verlieren wir. Liverpool heute mit dem Auswärtsspiel gegen West Ham United. Schwere Aufgabe. Was? Schwere Aufgabe? Ich bin bla, okay, egal. Zumindest das nächste Premier League Spielchen. Warte mal, 79, das sind 4 Punkte. Sprich, wir müssten auf jeden Fall immer gewinnen, ja. Also in dem Sinne 4 Punkte. Wenn ich jetzt noch Dings mache, habe ich schon 3 Punkte. Wenn die gewinnen, scheiße. Ich hoffe, die verlieren. Ich will unbedingt auf Platz 1 der Tabelle sein. Arsenal. Wobei, es ist ja dementsprechend mein 37. Spiel. Das heißt, oh, langsam hole ich wirklich auf. Langsam hole ich wirklich auf. Aha. Ist hier mal was. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie zum heutigen Spiel aus der Premier League. Und auf das Spiel freue ich mich richtig, Wolf. Der englische Fußball verspricht vor allem ein schnelles und kampfbetontes Spiel. Heute freuen wir uns auf das Spiel West Ham United gegen Liverpool. Western United versus Liverpool. Oh ja. So. Ich überspringe das mal alles. Ursprünglich wurde das Olympiastadion ja für die Spiele 2012 gebaut, Buschi. Ja, das ist richtig, Wolf. Unter anderem fanden hier auch die Eröffnungsfeier und die Abschlusszeremonie statt. Seit 2016 spielt jetzt aber West Ham United in der auf 60.000 Plätze verkleinerten Arena. Und hier die Aufstellung von West Ham United. Erfolgt! Bam! Tor Alexander! Schönes Ding. Gleich das 1:0. Hunter mit der 29 schießt das Tor Nummer 1. Der Abschluss hier perfekt, voll getroffen und ab in den Winkel. So. Ganze 4 Minuten sind vorbei. Da 3, ist aber hier okay. das 1:0 gefallen. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Nimmt ihn den Ball ab. Uyate. Nimmt ihn den Ball ab. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Danke Das war für eine den richtig gute Ball. Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Moin. Moin, moin, moin. Den Zweikampf führt er gut, jetzt hat er den Ball. Not weit. Ah. Nimmt euch den Ball. Andrew Ayew. So. Chance vertan, die Kugel ist weg. Genau, Chance vertan, die Kugel ist Jetzt weg. vielleicht mal Alexander. Da kommt der Schuss. Und Alexander macht Boom! ihn. Da fliegt er wie eine Rakete ins Netz. Das war da Tor Nummer 2. Seit seinem Treffer strotzt er nur so vor Selbstvertrauen und jetzt hat er den Doppelpack. Aber Schaut hallo. doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Danke. Lukas Leiva Schnell mal jetzt. hier. Zack. Alexander. Zack. Bisschen mehr Jetzt könnte es gefährlich Passspiel. werden. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Alexander! Abgepfiffen, Na. das war Abseits. Okay, wäre sowieso gefangen. Also, das ist so viel dazu schon mal. Na, Muss schießt ins Einwurf geben. Aus.
Jetzt Alberto Moreno. Alex Hunter. Zack. Guter Pass, der kommt an. Zack. Zack, zack. Schuss! Und das war knapp, aber es war abseits. Gutes Tackling. Hunter! Da ist er aufmerksam. Gut vom Tor. Alter, faul. Den quert er toll. Stark vom Verteidiger. Das war ein Foul. Das war eindeutig ein Foul. Klein. Meine Güte. Da steht die Abwehr sicher. Winston Reed. Komm, holt euch den Ball. Kouyaté. Leute. Meine Güte. Sakho. Zeig euch mal, wie man die Verteidigung durchbricht. Leute. Alex Hunter jetzt. Jetzt der Schuss. Da. Mach das ihn. Macht man. Ja, so macht ihn. Man das. Buja. Hunter macht das dritte. Den bekommen sie heute überhaupt nicht in den Griff. Was für eine Leistung. Geht doch. Und das war schon sein drittes Tor heute. Er gewinnt das Ding fast im Alleingang. Sie bekommen ihn einfach nicht unter Kontrolle. Natürlich gewinne ich das im Alleingang. Spätestens, das ist jetzt seine Chance. Jetzt schießt er. Bam. Alex Hunter macht das Tor. Viertes. Das vierte. Das vierte. Bah. Bisher ein unglaubliches Spiel von ihm. Er nutzt jede Chance. Sie müssen viel enger bei ihm sein. Ist natürlich leichter gesagt als getan bei seiner Qualität. Klare Sache hier. Das 4-0 ist schon deutlich. Liverpool. Anfield Road. Und mittendrin ein Deutscher. Buschi. Ja, was ist das hier für eine Aufbruchsstimmung, seitdem Jürgen Klopp das Team übernommen hat? Und natürlich kann der Mann auch keine Wunder vollbringen, aber wir halten. Da zieht er ab! Es gibt Eckball. Und. Panther! Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Gott. Warum? Warum quält ihr mich so? Nochmal kurz zurück zu Liverpool. Ich will doch nur den FA Cup gewinnen. Und da passt er auf und hat den Ball. Und in der hier Premier League will ich den Titel. Also. Und jetzt Hunter mit Premier dem Ball. League Pokal. Zack. Zack. Schussversuch. Ah. Und den hält er fest. Gut gemacht. Nee. Komm schon. Mach. Yay. Zack. Nun Lukas Leiva. Jetzt wird's gefährlich. Na. Er versucht's. Und er trifft. Mit dem Tor. Er versucht's und er trifft. Und ein weiteres Tor. Sie scheinen das hier bis zum Ende ganz seriös durchzuziehen. Keine guten Nachrichten für den Gegner. Nee, Wolf, nicht wirklich. Die haben jetzt alle Hände voll zu tun, um eine noch höhere Pleite zu verhindern. Komisch, das können sie nicht. Im Stadion. Es ist extrem ruhig geworden. Das können sie ja, nicht mal Pfiffe hört man. Und die wären ja nun wirklich berechtigt. Also, aber hallo? Die Fans müssen sich wohl auch erstmal sammeln. Hallo? Winston Reed. Also, ich höre so ein. Dumm. Hunter. Dumm. Da passt er auf! Danke. Jetzt vielleicht. Bam! Das nächste Tor. Da ist das nächste Tor. Da ist das nächste Tor. Das ist große Klasse, wie er das Tor hier macht. Und dafür ist er ja bekannt, ein absoluter Edeltechniker. Absolut dominant, wie sie hier auftreten. Die logische Folge, das 6-0. Reguläre Spielzeit ist vorbei. 3 Minuten Nachspielzeit. Packt der Unparteiische noch oben drauf. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Alex Hunter. Wollte er mir den Ball klauen und dann zupp, Halbzeit. Wie ist deine Meinung zum Auftritt von Alex Hunter bis hierhin? Sensationelle erste Hälfte von ihm. Überhaupt nicht zu halten von den Gegenspielern.
Tja. Sie bereiten einen Wechsel vor. So. Ob Sie hier noch was anbrennen lassen? Durchgang 2 läuft. So. Und zack. Jetzt vielleicht mehr Alexander. Zack. Und jetzt die Chance. Zack. Tor. Drin. Alexander. Ha, schönes Ding. Schönes Ding. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Hoppala. Der hat Alexander. Umgehauen. Mann. Lass den Ball laufen, Rollen. Das könnte gefährlich werden. Er nimmt ihm den Ball schönes ab. Ding. Schönes Ding, Leute. Schönes Ding. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Das könnte gefährlich. Jetzt schießt er. Ja. Phänomenal. Schönes Ding. Ohne Worte. Schönes Ding. Da macht der Joker sein Tor. Glückliches Händchen vom Trainer. Henderson. Ein schönes Ding, das wir hier nochmal in der Wiederholung sehen. Ach, der Vollspann. Das ist eindeutig heute, zumindest bisher. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können, irgendwie. Jetzt vielleicht. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Schade. Schade. Zack. Und bei der nächsten Unterbrechung Zack. Wird hier gewechselt. Zack. Zack. Und jetzt Hunter mit dem Ball. Jetzt ist er durch. Ah, da steht die Abwehr sicher. Warum? Und jetzt ein Schuss. Der richtig hüpfte. Gut vom Torwart. Den der hat er hüpfte, sicher. Ja. Meine Herren. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Zack. Da zieht er ab. Na. Da passt der Torhüter aus. Warum? Jetzt wird es Ecke geben. Hier hinten. Zack. Alex Hunter. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Gute Idee, dieser Ball. Gute Idee, der Ball. Ja, und jetzt der Schuss. Voller Einsatz. Aber der Schuss war scheiße. Gleich bringt er die Ecke rein. Wahnsinn! Er kann hier kurz vor der Linie klären. Eine super Aktion. Das hat er richtig gut gemacht. Die Ecke kommt nicht gut rein. Jetzt können sie hier vielleicht kontern. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Klasse aufgepasst. Er hat den Ball. Na, hier. Ab nach da. Alex Hunter. Klasse gespielt. Sturridge, er schießt. Klatsch, da prallt er vom Pfosten zurück ins Spiel. Sturridge, was machst du denn? Alex Hunter. Jetzt müssen sie aufpassen. Gibt's jetzt die Torschance. Sturridge versucht's. Er kann abwehren. Oh Mann, Sturridge, was ist denn heute los mit dir? Der Ball ist über der Linie, Einwurf. Alex Hunter. Lukas. Da kommt der Steilpass. Sturridge mit dem Schuss. Das ist der Treffer. Das macht er ganz cool. Wo andere vielleicht die Brechstange auspacken, löst er Geht das doch. Mit seiner brillanten Technik. Und er macht es genau so, wie man es von ihm erwartet. Sie liegen deutlich vorn. Bis hierhin ist es eine klare Nummer. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Gibt es jetzt die Gelegenheit? Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen. Hier mal nicht. Sicher vom Torwart. Alexander im Abseits. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen, dass ich wieder im Abseits war. Adam Lallana jetzt. EDV?
ist doch eigentlich ein Innenverteidiger. Das könnte gefährlich werden. Ich bin doch aber das kein linker Innenverteidiger. Ich bin ein Stürmer. Da verliert Alexander den Ball. Also, das stimmt irgendwie jetzt nicht. Der Blick auf die Uhr. Ach, 9 Minuten Liverpool. Bis zum Ende. Da. Liverpool. Alexander. Da trennt er ihn vom Ball. Nö. Jetzt vielleicht. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Abwehrspieler sind vorne, Alter, bei dieser Ecke. Klar, sie hoffen auf den hohen Ball. Uncool. Es kam eine Fliege dazwischen. Da kommt der Torwart mit einer Faust dran. Macht er ihn. Ja. Und Alexander macht ihn. Aber ich bin verletzt. Scheiße. Ah, ich mach zwar das Tor, aber bin verletzt worden. Scheiße. Ganz starke Vorstellung heute und selbst jetzt, kurz vor Schluss, machen sie weiter da. Einfach gnadenloses Überlegen. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Bleibt mal kurz jetzt hier Zeit. Einfach nur ab. Wird das seine Torchance? Zeit ab. Und auf dem Flügel fängt er den Ball ab. Fang. Also Alexander. Zeit vertreiben. So, jetzt. Adam Lallana. Zeit schinden. Schuss! Klasse Aktion, Torwart hält den Ball fest. 3 Minuten Nachspielzeit, okay. Reguläre Spielzeit ist um, aber es geht noch weiter. Gibt 3 Minuten obendrauf. Fairer Einsatz hier. Alex Hunter. Jetzt Lallana. Jetzt wird's gefährlich. Ogbonna. Ja, da Schuss ist der Schlusspfiff. Das war's in diesem doch sehr der ist er, der Schlusspfiff. Das war heute doch eine ziemlich einseitige Angelegenheit. So. Ja, und vor allem, weil sie bis zum Schluss konzentriert weiter nach vorne gespielt haben, das muss man ja auch erstmal so umsetzen. Oh ja. Was denkst du zum Auftritt von Alexander heute? Mit diesen vielen Toren hat er einmal mehr bewiesen, warum er einer der Top-Torjäger der Liga ist. Den Sieg hat er ja ganz alleine rausgeschossen. Ja, habe ich. Ach doch, fällt mir jetzt gerade mal ein. Sorry, dass ich es jetzt falsch gesagt hatte in dieser Woche. Die Aufnahme, die ja flöten gegangen ist, da kamen schon Szenen vor. Es waren allerdings nur hier wieder die... Nur wieder die... Hier Interviews. Szenen, die ja immer wieder relativ das gleiche Fragen sind. Ne? Nicht, dass ihr euch da wundert jetzt. So, Spieler genau des dieser. Tages heute. Sagen Sie, haben Sie das nach Ihrer Leistung erwartet? Ich konzentriere mich ja ziemlich überraschend, dass ich voll verdient. Also, ich denke, ich habe es verdient. Man will halt immer sein Bestes geben und manchmal läuft es halt so perfekt wie heute. Sie gaben heute eine Vorlage. Was waren Ihre Gedanken bei dem Ball? Im Traum verschaffen wir nicht den Erfolg. Ich wollte den Ball zurückhaben. Ich hoffte, er würde treffen. Ich hatte treffen. Gehofft, er macht ihn rein. Und das tat er. Nein, aber er stand perfekt und ich wusste, wenn er den Pass kriegt, dann macht er ihn auf jeden Fall rein. Alex, Sie haben fantastisch gekämpft heute. Schön, diesen Einsatz von einem Stürmer zu sehen. Wie sehen Sie das? Ich trainiere weiter so. Das gehört zum... Das Trinken. Das liegt mir mittlerweile echt im Blut. Der Trainer verlangt im Training immer. Knallharten Einsatz. Von daher denke ich da gar nicht mehr groß drüber nach. Ja. Und das war's. Vielen, vielen Dank. Kein Problem. Danke. Kein Problem. Danke. Ja, kein Problem, danke. Genau. Jupp. Hitzköpfig sind wir. Wir sind hitzköpfig geworden. Den Dingsdeal hattet ihr noch mitbekommen. Das wurde ja Gott sei Dank noch aufgenommen, der dritte und letzte Deal. So, 9 Social Medias, wow. Ashley Cote, Liverpool, 0-10, Mr. Alexander ist der HAMMER.
Manroy Bowler, Mr. Alexander mit klasse Leistung im Moment. So geht's hoffentlich weiter. Kevin Walson, wieder ein schönes Tor von Mr. Alexander. Abdul Rahim, oh ja, Tor durch Mr. Alexander. Der Trainer weiß offenbar doch, was er macht. Und Bill Mann, ein Topmann wie Mr. Alexander. Achso, das. Ach doch, heute. Aus in die Stadt. Jetzt, die wollen das. Okay. Das hatte ich wohl schon gelesen. So. Premier League Hashtag von Marianne Faser. Wir liegen super im Rennen. Ich glaube, dieses Jahr klappt das mit dem Titel. Dann Hashtag West Ham United Liverpool. Liverpool mit dem heutigen Dreier mehr als verdient. Meine Jungs von Liverpool waren heute bestens drauf. Der Sieg will gefeiert werden. Liverpool hat mit dem Achso, das ist schon okay. Okay. So, aber wir schauen uns mal kurz die Szene an. Wieder Spieler der Woche beim FUT oder FIFA Ultimate Team, sagen wir das mal so. So. Das nächste wäre ein Trainingtag, aber nicht mehr in dieser Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr entschuldigt, dass ich leider das nicht mitbekommen habe, dass er die eine Stunde da nicht aufgenommen hatte. Ist zwar ordentlich was passiert, aber Leute, das kriegen wir auch noch mehr zu sehen. Ne? Ich meine mal, das Finale war ja noch nicht, das Halbfinale war zwar, und da haben wir auch ordentlich gerockt, aber das Finale ist ja das Wichtige. So, und dann hoffe ich, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei, wenn es denn heißt FIFA 17 The Journey mit mir, eurem Kommentator Lewoski Sun. Wer friert uns diesen Moment ein?